Herzlich willkommen hier im Estadio de Gran Canaria. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder Ihre Kommentatoren. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. UDE Las Palmas gegen AC Florenz. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf. Aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Die Gäste müssten das hier eigentlich machen, müssten das Weiterkommen unter Dach und Fach bringen. Ist noch nicht entschieden, okay, aber die Favoritenrolle haben. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Las Palmas gehört schon zu den spanischen Clubs, die die Liga immer wieder gehörig aufmischen können, oder? Absolut. Gefällt mir sehr, sehr gut, wie da gearbeitet wird. Macht viel aus den vorhandenen Möglichkeiten, und man weiß eben auch, dass man kein ganz großer ist. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, vollen gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Fabio González. Und das ist der Ballverlust. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Da oben, der vorne den Ball. Und Ribéry. Ribéry! Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer, und einen besseren Start hätten Sie sich kaum wünschen können. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Heute soll ein guter Start her in die UEFA Champions League. Es ist immer wichtig, du willst optimal loslegen. Haben wir ja oft gesehen. Guter Auftritt in Spiel 1, gutes Ergebnis, und dann läuft's. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Geht da rein? Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Araujo. Da muss er aufpassen. Der Ball kommt wieder zurück. Gefährlich jetzt. Gefahr noch nicht vorbei.
der Ausgleich. Ich glaube, das wird heute eine richtig offensive Partie. Also wenn du mich fragst, die können gerne so weitermachen. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben sich selbst zuzuschreiben. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Der Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Artiles, durchwachsene Ballannahme, aber er behält dennoch erstmal trotz Bedrängnis den Ball. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Da haben sie jetzt den Ball. Einwurf. Super dazwischen gegangen. Fabio González. Das könnte die Chance werden. Weg ist der Ball. Und Ribéry. Gute Aktion. Könnte die Führung werden. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Fabio González. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Starke Aktion, er lässt den Verteidiger stehen. Den Ball kann er abfangen. Das ist natürlich ein guter Pass. Spielt den Ball direkt zurück. Ribéry! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen.
Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Hier nochmal dieser Treffer. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Artiles. Könnte was werden, guter Pass. Den spielt er in den Lauf. Noch können sie nicht aufatmen, weiter geht's. Und jetzt die Ecke. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Von ihm haben wir uns viel mehr erwartet, aber er kommt überhaupt nicht rein in die Partie. Auch ein Grund, warum sie hier zurückliegen. So, Ecke kommt. Vielleicht die Chance. Jetzt ist es gefährlich. Macht er gut hier. Benito. Dani Castellano. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Da ist die Balleroberung. Die erste Hälfte war klasse. 3-1 steht's. Es gab einige Torraumszenen. Darf gerne so weitergehen. Wie fandst du Franck Ribéry bislang? Er hat sein Tor gemacht. Sie liegen vorn. Bislang kann er wirklich zufrieden sein. Das wird auch der Trainer nicht anders sehen. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Und jetzt haben sie den Ball. Wird das eine Torchance? Jetzt eine Chance. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Giacomo Bonaventura. Bonaventura. Franck Ribéry. Kann er was draus machen? Federico Chiesa. Giacomo Bonaventura. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Chance zum Konter jetzt. Deine Klasse gearbeitet. Elegant gelöst hier. Ribéry. Super dieses Zuspiel. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Ganz eng war es, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. So,
und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da kann er sich den Ball holen. Franck Ribéry am Ball. Die Gäste werden wechseln. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Gut geklärt, aber Einwurf. Sie wechseln aus. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Die Gelegenheit. Und da klingelt es im Kasten. Wir schauen noch mal auf das Tor. Ausgangspunkt war der schöne Doppelpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Artiles. Montovani. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Fabio González, Montovani. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Der Ballverlust. Gutes Tackling. Jetzt ist Platz für den Konter. Federico Chiesa. Klasse Aktion. Schöne Aktion. Gut gemacht, gutes Tackling. Ja, mit viel Übersicht. Und das gibt Ecke. Also, der macht hier bislang einen richtig guten Eindruck. Er ist richtig präsent heute. Viele und vor allem gute Ballaktionen. Eine davon war die Torvorlage gerade. Und da kommen die Auswechslungen. Neue Spieler für beide Teams. Ecke kommt ins Zentrum. Die Abwehr holt sich den Ball. Oh, da stören sie schon frühzeitig. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Den Ball kann er gut klären. Der Trainer nimmt Ribéry also raus. Mal sehen, wie es ohne ihn jetzt weitergeht. Der hat ja hier dieses enorm wichtige Tor gemacht. Ein klasse Spiel. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Giacomo Bonaventura. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Benito. Castellano. Guter Pass. Da ist die Szene vorbei.
Sofyan Amrabat. Federico Chiesa. Gut durchgesetzt, gefährlich. Sofyan Amrabat. Federico Chiesa. Da wird er gestört. Dani Castellano. Ball ist wieder weg. Da ist der Schlusspfiff. Sie müssen sich am ersten Spieltag also mit einer Niederlage abfinden. Das ist der Fehlstart, den hier in der UEFA Champions League jeder vermeiden wollte. So eine enge Gruppe. Du musst jedes Spiel ernst nehmen, immer 100% geben, sonst kommt eben sowas dabei raus. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Nächstes Spiel, trotz Reaktion. Das ist angesagt.